Und da sind wir wieder in unserer Unreal Engine 5. Heute geht es wieder um Landschaftsgestaltung. Wir wollen hier in unserer Game Test Level wieder was ausprobieren. Und da geht es jetzt heute ein wenig um Berge, um Hügel, größere Felsen, ein Canyon vielleicht. Ihr kennt ja die normale Vorgehensweise. Ihr geht in den Landscape-Modus und dann probiert ihr hier die verschiedenen Werkzeuge aus und malt ein wenig. Und ja, meistens sieht es dann so aus wie hier. Nicht so ganz das, was wir uns vorstellen. Es könnte ja ein wenig aufregender sein, aber vielleicht liegt es auch an unseren Fähigkeiten, hier mit den Pinseln gut umzugehen. Natürlich kann man mal so ein neues oder Erosionswerkzeug benutzen, aber ja, oft ist es halt langweilig. Und da gibt es ein nettes Plugin und das solltet ihr euch mal holen und ausprobieren. Sucht einfach unter Landmass. Ist zwar noch in der Beta-Version, aber soll eigentlich schon recht ausgereift sein. Ihr müsst euren Level neu starten, wenn es soweit ist. Ich habe es schon installiert, darum geht es direkt weiter im Landscape-Modus unter Sculpt und der Blueprint. Da gibt es dann quasi dieses neue Tool. Wählt einfach unter Blueprint Brush den Landmass Brush aus. Hier seht ihr ihn. Und ja, und dann einfach in die Fläche klicken. Und dann dauert es ein wenig. Und das erste, was ihr erhaltet, ist eine Pyramide. Also wenn ihr Ägypten designen wollt, ist es kein Problem. Wichtig ist, dass ihr immer diesen Layer auswählt, hier links. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr dieses Objekt verschieben könnt, und das ist ja das Tolle, man malt nicht einfach und es ist da, man kann es noch bearbeiten. Ihr müsst einfach diesen Layer im Blueprint, unter Blueprint Brushes, den müsst ihr einfach wählen und dann könnt ihr hier mit diesem ersten kleinen Hügel, nenne ich es mal, mit diesem könnt ihr dann spielen. Und ihr könnt den noch verstellen, höher, niedriger, ein bisschen ausdehnen. Hier sind diese Splines, diese Linien, da könnt ihr nach rechts und links verschieben, in jede Richtung. Und schon wird das Ding größer. Dreieckpunkte sind vielleicht ein wenig langweilig, aber geht auch ganz einfach mit der rechten Maustaste auf die Linie klicken, gleich die Stelle wählen, wo ihr den neuen Punkt wollt und dann auf Add Spline Point hier klicken und schon habt ihr einen zusätzlichen und ihr habt einfach ein bisschen mehr Variablen, die ihr benutzen könnt. Sieht dann schon wieder ganz anders aus und dann noch ein neuer Punkt. Das soll ein wenig aufregender werden, das Ganze. Rechts habt ihr dann tolle Einstellungsmöglichkeiten. Also hier seht ihr es zum Beispiel, wenn ihr auf Minimum klickt. Hier bei den Brush Settings, dann wird es quasi invertiert. Dann grabt ihr ein Loch. Unter Fall Off könnt ihr ein wenig einstellen, wie hart der Übergang zum normalen Landscape ist. Also könnt ihr alles ein wenig weicher setzen. Ich will es ja eher kantiger haben. Aber ich zeige es euch einfach mal. Man kann das Ganze auch ein wenig weicher gestalten in der Blur Size. Aber dann werden es halt eher so Hügelchen. Wie gesagt, ich will da kantigere Dinge generieren, die ich so händisch aufgrund meiner mangelnden Fähigkeiten nicht so hinbekomme. Curl Noise ist einer der wichtigsten Punkte. Da gibt es ganz viele Variablen zum Einstellen. Und ihr seht schon, jetzt wird es so einem Berg auch ähnlicher. Also mit diesen Einstellungen und der Curl Noise, da könnt ihr ganz tolle Dinge generieren. Und da müsst ihr euch einfach mit den verschiedenen Werten ein wenig auseinandersetzen und spielen. Trial and Error. Und so kommen nahezu zufallsgeneriert, muss man schon sagen, weil wir kennen uns ja hier hinten und vorne nicht aus, kommen da solche Formationen dann zustande. Und das ist doch schon eher so die Richtung, wo wir hinwollen. Und das Schöne daran ist wirklich, man kann nach oben und unten verschieben, das Ganze ein wenig in die Höhe bauen, nach links und rechts ausdehnen, echt toll. Hier kann man unter Terracing, kann man so eine Art Plateau erstellen. Man kann auch mehrere Stufen in diesem Berg hier quasi definieren. Ich habe hier auch nur wild rumprobiert und es kamen teilweise echt nette Sachen raus.
Ja, das ist schon wieder so eine Art, ja, so Canyon-Felsen, oder? Grand Canyon? Eine andere Textur kann man immer drauf malen dann, wenn es soweit ist. Das ist kein Problem. Also dieses Plugin schmiegt sich eurer bereits erstellten Landscape hervorragend an. Und es kommen auch ganz seltsame Sachen dabei raus. Macht aber echt Spaß, ein wenig damit zu experimentieren. Man kann ganz wilde Sachen generieren. Ihr könnt auch das Ding nehmen, Alt-Taste gedrückt halten, verschieben und dann habt ihr schon zwei Layer. Was ich später auch gemacht habe. Ich will es nur erwähnen, nicht, dass ihr verwirrt seid. Und die miteinander vermischt, die generieren wieder ganz eigene Felsen. Also eine wahnsinnig interessante Sache. Ich habe schon sowas wie Felsformationen hinbekommen. Also ich war nicht ganz unzufrieden. Es ist noch nicht ganz das, wohin ich will. Aber ihr seht, was da möglich ist. Ich hätte es nicht so schön zeichnen können. Und keine Sorge, ihr könnt trotzdem noch im Sculpt-Modus die meisten Werkzeuge zumindest, die könnt ihr benutzen und dann noch ein wenig nachjustieren in der gewohnten Art und Weise. Ja, hier seht ihr es, es sind jetzt schon zwei Blueprint-Layer. Und wenn man die ineinander verschiebt, dann ergeben sich da ganz neue Varianten. Und wie gesagt, Textur könnt ihr drüber pinseln, wenn ihr da verschiedene Layer angelegt habt. Geht ohne Probleme. Ja, und sowas kann dabei rauskommen. Es ist echt interessant. Die Dinger sind im Spielemodus wesentlich größer, als ihr denkt. Also man kann hier richtig große Sachen erstellen. Und hier seht ihr es, wenn ich da ein Layer ausblende, dann sieht es wieder ganz anders aus. Ja, wie gesagt, nicht von der Textur abschrecken lassen. Da würde ich natürlich was anderes nehmen. Ich habe auch experimentiert. Ich wollte hier ein wenig Gras zeichnen und dann Bäume drauf wachsen lassen. Mich hätte interessiert, wie das aussieht in dieser Kuhle drin. Seltsamerweise funktioniert es da aber nicht. Kann dran liegen, dass das Plugin hier diese Kuhle da errechnet und lässt halt nichts drauf zeichnen. Aus irgendwelchen technischen Gründen. Am Rand, da wäre es gegangen, aber da wollte ich es nicht haben. Und sah jetzt auch nicht so brutal gut aus dann, ohne Bäume. Ich habe es am Schluss nochmal geändert, ganz viele Versuche durchgeführt, bis ich was hatte, wo ich mir dachte, ja, das können wir hernehmen. Hätte ich jetzt selber händisch auch nicht so hingebracht, hätte ich es selber gestalten müssen. Insofern, ein nettes Tool, probiert es aus, es ist ein Versuch wert. Mach bitte vorher eine Sicherung. Ich habe mir aus Versehen, als ich da viel rumprobiert habe, irgendwas gelöscht an den Layern und musste da wieder ein wenig was nachbauen. Darum immer eine Sicherung herstellen und alles gut speichern, damit ihr es wieder herstellen könnt. Und ich wollte es euch halt nahelegen. Probiert es aus und teilt mir eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Das war's schon wieder für heute. Euer Cesco von Halb 8 Film.